In diesem Video möchte ich euch gerne ein außergewöhnliches Rezept zeigen, und zwar ein Dessertrezept. Ein Eiscreme-Burger von Grill. Wie das Ganze funktioniert und was ich dafür Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Wir benötigen ein bisschen Knusperkugeln. In dem Fall Schoko. Dann brauchen wir logischerweise ein Eis. Dann Burger Buns. Das sind jetzt die fertigen Burger Buns aus dem Edeka. Die sind sehr, sehr gut. Brioche Buns. Da brauchen wir geklärte Butter. Natürlich ein scharfes Messer. Eine Mango. Eine ganz reife Ananas. Und natürlich Erdbeermingo. Hier vorne liegen jetzt halt noch als Salatersatz noch so, ja, ich sag jetzt mal so, saure Weingummi. Konzentrieren wir uns jetzt aber erstmal um die Frucht. Die Frucht, oder in dem Fall jetzt die Mango, müssen wir natürlich schälen. Da gibt es einen relativ einfachen Trick. Hier einfach mit einem scharfen Messer bis zum Kern. Einmal drumherum schneiden. So, hier in dem Fall. So, jetzt sind wir einmal drum. Nehmt euch jetzt im Prinzip Ober-Unterseite und dreht einmal bis zweimal, so dass ihr halt den Kern los habt. Dann habt ihr schon mal eine Seite. Ja, und die andere Seite mache ich jetzt mit dem Esslöffel lose, ja, und dann haben wir die zumindest schon mal geschält. Wenn ihr die Mango jetzt gefiddelt habt und das Ganze so aussieht wie ein Unfall, seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg. Die müssen wir jetzt noch vierteln, weil wir möchten diese nämlich jetzt noch angrillen. So habt ihr nämlich zwei oder beziehungsweise insofern drei Seiten, die ihr komplett angrillen könnt. Das wäre jetzt insoweit fertig. Mache ich jetzt mit der anderen Mango auch noch und dann sehen wir uns gleich mit der Ananas wieder. Kommen wir jetzt, wie gesagt, zu Ananas. Da ist es auch relativ einfach gehalten. Einfach den Kopf mit einem scharfen Messer abschneiden. Diesen dann beiseite legen. Dann von der Schnittkante her ruhig hier oben auf den Kopf stellen und dann halt halbieren und danach nochmal vierteln. Und diese Viertel legen wir dann gleich auch nochmal auf den Grill. Also wenn ihr das jetzt riechen könntet, alleine diese frische Ananas. Die viertel ich jetzt, wie gesagt, ja, und gesagt, dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Was wir natürlich machen müssen, und zwar die Früchte als solches angrillen. Dazu habe ich den Coop jetzt auf starke, direkte Hitze vorbereitet und habe die Griddleplate drauf gemacht. Ja. Und da grille ich jetzt erstmal die Frucht jeweils an. Ich sage jetzt mal pro Seite so circa 3 Minuten. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz, die 2 Minuten sind rum. Einfach die Frucht so ein bisschen nehmen, ein bisschen hin und her wackeln und dann halt komplett einmal, na, jetzt dreht sie sich nicht, umdrehen und dann seht ihr halt ein schönes Grillmuster. Das möchte ich halt gerne bei jeder Frucht machen. Jo. Als nächstes, nachdem wir die Frucht dann gegrillt haben, machen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen geklärte Butter auf die Buns. Die sind ja schon vorgeschnitten, das finde ich ja ziemlich cool. Und grillen die natürlich oder toasten die natürlich hier so ein bisschen an. Jo, und dann sehen wir uns gleich am Brettchen wieder. Als nächstes müssen wir natürlich die Früchte, die wir gerade angegrillt haben, klein machen. Ihr seht die Röstaromen. Ich fange jetzt mit der Mango an. Hinten ist noch die Schale dran, relativ einfach vorne. Die Spitze halt so ein bisschen runterdrücken und dann halt mit dem Messer unten drunter her gehen. Dann habt ihr hier so ein kleines Filet und dieses Filet schneide ich jetzt halt klein und lege das jetzt in den Behälter rein. Dieser Behälter ist jetzt halt von einem Stabmixer, den solltet ihr euch auch zur Hilfe nehmen. Ja, und daran geht es jetzt gleich weiter. Nächster Schritt ist dann natürlich ein bisschen Erdbeermingo rein. Da, ja, nach eigenem Gusto am besten. Also ich gebe jetzt hier so 2-3 Esslöffel rein. Die Mengenangabe ist jetzt auch ein gutes Stichwort. Für die kompletten Mengenangaben dieses Rezeptes schaut einfach auf tobiasgrill.de nach, denn da habe ich euch alles aufgelistet, wie viel ich an Mengen da reingemacht habe. Nächster Schritt als solches ist halt wirklich jetzt hier mit dem kleinen Zauberstab alles zu zerkleinern, bis ihr ja so eine Art Mousse habt. Und das gilt es dann gleich noch abzuschmecken. Wir brauchen natürlich einen Salatersatz. Dazu hier diese kleinen Weingummi oder saurem Weingummistreifen einfach zur Hand nehmen und dann jetzt ein scharfes Messer nehmen und die dann jetzt halt hier nochmal halbieren. Das ja, bildet im Prinzip unseren Salatersatz als solches. Ja, und dann können wir jetzt so langsam, glaube ich, den Burger zusammenbauen. Jetzt geht es natürlich dazu, den Burger oder den Eiscreme-Burger zu belegen. Dazu einfach einen Burger-Bun nehmen, ihr seht das selber. Vielleicht könnt ihr das auch hören, ich hole das mal zum Mikrofon. Richtig schön kross. Jetzt nehmen wir im Prinzip die Fruchtcreme, Fruchtpunsch, Frucht, was auch immer. Schmieren das hier so ein bisschen drauf. Ist ordentlich süß und die Säure von der Ananas ist auch ziemlich cool, kommt richtig gut durch. Und jetzt fragt ihr euch, wie macht ihr das mit dem Patty? Und dazu hole ich euch jetzt nochmal ran. Gibt es einen relativ
einfachen Trick. Dazu einfach hier, ja, ihr seht halt schon, es ist von der Fläche her genau passend für so ein Patty. Dazu einfach jetzt das Eis so nehmen und ihr schneidet im Prinzip jetzt erstmal mit einem Brotmesser hier unten die untere Schicht weg. Und dann seht ihr schon, da ist schon Eis drin. Jetzt macht ihr dann ca. 2 cm dicke Streifen, schneidet das so runter. Es muss relativ schnell gehen. Ja, und dann sehen wir uns direkt am Burger wieder. Ein Burger braucht natürlich auch Salat. Das heißt, hier nehme ich jetzt halt so, ja, willkürlich einfach diese kleinen geschnittenen kleinen Gummibärstreifen. Sauer natürlich. Das heißt, es ist halt so ein Kontext zwischen sauer und süß. Sollte reichen. Jetzt nehmen wir im Prinzip das gerade geschnittene Patty. Nehmen uns einfach hier was her. Lassen das einfach. Mal gucken, wenn es nicht so rausgeht, dann einfach mit der Hand so ein bisschen am Rand nachdrücken. Ein bisschen hin und her machen, so dass es dann halt eigentlich nur oben drauf fällt. Genau so will ich das haben. Dann nehmt ihr auch ein bisschen Schokosoße zur Hand. So ein bisschen drüber. Und jetzt halt noch die Deko. Und die Deko als solche sind halt einfach diese Kugeln. Und die halt einfach drüber streuen. Und damit ist der Eiscreme-Burger auch schon fertig. Ja, das war ja der Eiscreme-Burger von Grill. Relativ einfach mit wenig Zutaten zubereitet und ihr habt natürlich die Möglichkeit, mit mehreren anderen Zutaten noch zu variieren. Zum Beispiel in der Fruchtcreme oder in der Fruchtpunsch könnt ihr ein bisschen mit Schärfe arbeiten, mit Süße noch ein bisschen, das heißt mit Honig. Da bleibt eurem Gusto wirklich frei im Lauf und es ist relativ schnell zubereitet und eure Kinder werden es lieben. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder die genauen Rezeptangaben von diesem Video schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach. Bis dahin.